Fight Every Crisis, globale Perspektiven einer Post-Corona-Ökonomie. Mein Name ist Benjamin Haas, ich bin der Moderator dieser Veranstaltungsreihe. Unser heutiges Thema lautet globale Fairness in planetaren Grenzen, Reformvorschläge für die internationale Klima- und Nachhaltigkeitspolitik. In diesem Sinne herzlich willkommen zur 16. und auch letzten Ausgabe für dieses Semester der Ringvorlesung der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Herzlich willkommen auch an unsere heutigen beiden Referenten, Professor Dr. Reinhard Loske von der Cusanus Hochschule und Christoph Bahls von Germanwatch, die heute nach einem Vortrag gemeinsam diskutieren werden. Ich stelle Ihnen die beiden Referenten gerne kurz vor. Reinhard Loske ist seit April 2019 Präsident der Cusanus Hochschule und Professor für Nachhaltigkeit und Gesellschaftsgestaltung. Davor war er Professor für Politik, Nachhaltigkeit und Transformationsdynamik an der Universität Witten-Herdecke und Senior Associate Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Habilitiert hat er mit einer Arbeit zum Thema Nachhaltigkeit als Politik. Und in der Politik war Reinhard Loske unter anderem zwischen 1998 und 2007 für Bündnis 90 Die Grünen Mitglied des Deutschen Bundestages und anschließend bis 2011 als Senator in Bremen. Freiberuflich ist er als Berater international für verschiedene Organisationen tätig und engagiert sich vielfältig ehrenamtlich, unter anderem als Vorstandsmitglied von Germanwatch. Unser zweiter Referent, Christoph Bahls, ist dort bei Germanwatch politischer Geschäftsführer und auch bereits seit dem Gründungsjahr des Vereins dort aktiv, seit 1991. Außerdem ist er Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Zukunftsfähigkeit und stellvertretender Vorsitzender der Munich Climate Insurance Initiative. Christoph Bahls ist zudem Mitglied des Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung, der demnächst seinen Bericht vorlegen wird, und im Sprecherrat der Klimaallianz Deutschland. Er hat zahlreiche Initiativen im Bereich Klima und Entwicklung sowie Klima und Wirtschaft mit angestoßen, beispielsweise Atmosphäre, und ist studierter Theologe, Volkswirt und Philosoph. Beide Referenten verbindet also ihre Aktivität bei Germanwatch. Sicher allseits bekannt ist die NGO Germanwatch, ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Bonn, eine Entwicklungs- und Umweltorganisation, die sich für globale Gerechtigkeit engagiert, mit einem ganz speziellen Fokus vor allem auf Politik und Wirtschaft der Länder des globalen Nordens und wie diese zu Ungerechtigkeiten im globalen Süden führen. Schön, dass Sie heute als Gast dabei sind, Christoph Bahls, herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie das möglich gemacht haben, und Reinhard Loske, danke, dass Sie von Seiten der Cusanus Hochschule heute den Abschluss der Ringvorlesung mit uns begehen. Globale Fairness in planetaren Grenzen, Reformvorschläge für die internationale Klima- und Nachhaltigkeitspolitik, so lautet der Titel. Wir beginnen mit einem circa 30-minütigen Vortrag von Reinhard Loske, der dann übergeht in eine von ihm geleitete Diskussion mit Christoph Bahls. In diesem Sinne, ich wünsche gute Erkenntnisse und übergebe das Wort an Professor Loske. Schon in den frühen 60er Jahren gab es den Bestseller von Rachel Carson, Der stumme Frühling. Vielleicht wird es der eine oder andere schon mal gehört haben. Da ging es um eine Chemikalie, das DDT, was umfassend eingesetzt wurde, aber auch gewaltige Umweltkonsequenzen hatte und in der Konsequenz dazu geführt hat, dass der stumme Frühling ohne Vögel droht oder ohne Vogelgesang, müsste man präziser sagen. Nur 10 Jahre später erschien ein anderes Werk, nämlich Die Grenzen des Wachstums von Donella und Dennis Meadows und anderen, ein ganz junges Team von 30-Jährigen, die am MIT geforscht haben im Auftrag des Club of Rome und den Ressourcenkollaps prognostiziert haben. Dass also, wenn die Menschheit so fortfährt, sich in der Zahl zu multiplizieren, die Ressourcen auszubeuten, die Umwelt zu belasten, dass dann erst das Industriesystem kollabiert und dann das Gesellschaftssystem kollabiert. Aber es war eben auch nicht nur ein Wake-up-Call oder eine Doomsday-Prophezeiung, sondern auch der Aufruf zum rechtzeitigen Handeln. Das hatte also einen Doppelcharakter. In diese Reihe gehören die Forschung zum Ozonloch oder zur Ausdünnung der stratosphärischen Ozonschicht, müsste man sagen, die von Molina, Rowland, Krutzen und anderen, die Forschung, die da betrieben wurden.
Das ging darauf zurück, dass eine bestimmte Chemikalie, nämlich die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, FCKW und die Halone, diese Ozonschicht zu zerstören drohten. Und das fand besonders an den Polen statt. Und deshalb sprach man dort auch vom Ozonloch. Und die Forderung, die gestellt wurde, war natürlich die, schnellstmöglich aus den FCKW auszusteigen. Eine andere Sache, die auch in den 70er Jahren sehr stark diskutiert wurde, war das Leiden der Meere. Vielleicht die Älteren unter uns oder vielleicht auch manch einer von den Jüngeren hat schon mal den Namen Jacques Cousteau gehört und seine wunderbaren Fernsehserien, vor denen ich als Kind mit großer Begeisterung gesessen habe, wo er prognostiziert hat, dass wir, wenn wir so fortfahren, die Meere zu übernutzen, auszubeuten, zu belasten, zu verschmutzen mit Schadstoffen aller Art, mit Nährstoffen, mit Plastik und so weiter, dass sie dann eben irgendwann ihre Funktionen einstellen. In diese Reihe gehört natürlich auch die Diskussion in den späten 70er Jahren, nicht nur in Deutschland, aber auch und vor allem in Deutschland, über das Waldsterben, die sterbenden Wälder, was zurückzuführen war in ganz hohem Maße auf die Emissionen aus den Industrieanlagen, Schwefeldioxid, Stickoxide, bodennahes Ozon und so weiter. Und da war natürlich die Forderung, das schnellstmöglich zu reduzieren. In diese Reihe gehört auch die Diskussion, die dann die frühen 80er bestimmte. Das war die Hochzeit, kann man sagen, der Friedensbewegung, als der berühmte Bestseller Der nukleare Winter von Paul Crutzen veröffentlicht wurde. In diese Reihe gehört natürlich auch die Diskussion über die Klimakatastrophe, so ein Bericht der Deutschen Physikalischen Gesellschaft von 1985 schon und eben auch der erste Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change 1988, als im Grunde genommen die wesentlichen Aussagen, die heute in der Klimaforschung noch immer gelten, formuliert wurden, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Also die Tipping Points beispielsweise, die Kipppunkte hatte man damals noch nicht so sehr im Visier. Aber wenn man sich diesen Bericht von 1988 anschaut, vom IPCC oder in Deutschland hatten wir eine Enquete-Kommission zum Schutz der Erdatmosphäre, dann sieht man, dass schon damals, vor 33 Jahren, die wissenschaftliche Evidenz gewaltig war. Und das letzte Beispiel, was ich hier nennen möchte, ist der Schwund der biologischen Vielfalt, das berühmte Buch von Edward O. Wilson, 1986 erschienen. So, warum mache ich diesen kurzen Rekurs auf die letzten 50, 60 Jahre der dystopischen Betrachtung der Wirklichkeit durch die Ökologiebewegung? Weil in diesen Geschichten zwei Botschaften stecken. Zum einen wissen wir vieles schon sehr lange. Man könnte es auch negativ formulieren. Obwohl wir vieles schon seit langem wussten, haben wir nicht adäquat gehandelt. Das ist die Botschaft Nummer eins. Und die Botschaft Nummer zwei ist, wenn man sich diese Felder anschaut, wird man feststellen, dass es Unterschiede gibt. In einigen Feldern sind tatsächlich Erfolge erzielt worden. Der stumme Frühling, Rachel Carson 62, im Ergebnis wurde das DDT verboten. Dann die Debatte über das Ozonloch. Sehr intensive Diskussion über das sogenannte Montrealer Protokoll in den 80er Jahren. Im Ergebnis wurden die FCKW und die Halone verboten. Die Diskussion über die sterbenden Wälder hat in Deutschland und in anderen europäischen Staaten, vor allen Dingen auch in Nordeuropa, die in hohem Maße betroffen waren, dazu geführt, dass die Emissionen von Schwefeldioxid, Stickoxiden und so weiter innerhalb relativ kurzer Zeit durch Entstickungsanlagen, Entschwefelungsanlagen, Filter auf gut Deutsch, reduziert wurden. Diese Beispiele zeigen, dass doch in manchen Bereichen gehandelt wurde, allerdings oft mit nachgeschalteten Reinigungstechniken, nicht mit wirklichem Strukturwandel, aber immer mit Ordnungsrecht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sind so die beiden Botschaften, während eben auf der anderen Seite in vielen Bereichen trotz des großen Wissens, vor allen Dingen beim Schwund der biologischen Vielfalt, bei der drohenden Klimakatastrophe, bei der Belastung der Meere, auch in der Ressourcenfrage, nicht adäquat gehandelt wurde. Es gibt also die Möglichkeit zu handeln und es gibt die Möglichkeit nicht zu handeln. Das zeigt der Blick in die Geschichte der Ökologiebewegung. So, und wenn wir jetzt in unserem Vortrag den Terminus verwenden, planetare Grenzen, dann ist das nicht nur eine Metaphorik oder ein Sprachbild,
sondern dazu ist enorm viel geforscht worden und dazu ist enorm viel bekannt. Die planetaren Grenzen, die Planetary Boundaries, da gibt es zwei relevante Veröffentlichungen, die jeweils in Nature erschienen sind, also quasi dem Allerheiligsten der Naturwissenschaft. Die erste war 2009 von Rockström und anderen. Der Kollege arbeitet heute am Potsdam-Institut für Klimawirkungsforschung. Und die haben sich für die meisten relevanten Felder angeschaut, wie sieht das eigentlich aus? Operieren wir noch innerhalb der planetaren Grenzen oder operieren wir längst jenseits der planetaren Grenzen? Und wo wissen wir, was wir zu tun haben und wo wissen wir das vielleicht noch nicht? Und die Botschaft dieser ersten großen Studie, die quasi eine Sammelstudie war, die den Stand der Wissenschaft reflektiert hat, ist, dass wir im Bereich des Klimawandels, im Bereich des Biodiversitätsverlustes und im Bereich der Nährstoffkreisläufe, also vor allen Dingen Stickstoff und aber auch Phosphor, dass wir da sehr weit jenseits der Grenzen operieren, während wir in anderen Bereichen uns auf die Grenzen zu bewegen, bei der Landwirtschaft beispielsweise, aber eben auch bei der Nutzung von Frischwasser und vielem anderen mehr. Und hier sehen wir eben auch diese kleine Erfolgsgeschichte, von der ich eben sprach, dass bei der Ozone Depletion, also bei der Zerstörung der Ozonschicht, tatsächlich Erfolge erreicht wurden. Das war sozusagen dieser Gedanke, der war sehr, sehr wichtig, die planetaren Grenzen. Wobei man sich die Natur natürlich nicht nur als Grenze vorstellen darf, sie ist natürlich viel mehr. Sie ist ein Faktor der Mitproduktivität, sie ist ein Regenerationsraum, sie ist die Basis unserer Existenz und liefert uns viele Gratisleistungen. Sauberes Wasser, gute Luft, stabiles Klima, produktive Böden, biologische Vielfalt und anderes mehr. Aber sie ist eben auch eine Grenze. Und diese Grenze nicht zu beachten, ist riskant und kann tödlich enden. Das ist sozusagen die Botschaft dieser Studien. Dann hat es wenig später, 6 Jahre später, die Arbeit von Steffen und anderen gegeben, wo auch noch Krutzen zum Beispiel daran mitgearbeitet hat, eine seiner letzten Sachen. Und da sind die Ergebnisse der ersten Sammelstudie im Grunde genommen bestätigt worden, allerdings auch mit mehr Fragezeichen versehen. Also in manchen Bereichen ist man schon definitiv, wir würden sagen, jenseits der planetaren Grenzen. Das sind die Hochrisikobereiche und da sehen wir eben vor allen Dingen wieder das Thema die Integrität der Biosphäre, also die biologische Vielfalt vor allen Dingen. In anderen Bereichen sind wir im Bereich der zunehmenden Risiken und dort wird auch jetzt der Klimawandel subsumiert. Und bei den großen Themen, von denen ich eben sprach, der Stickstoffkreislauf und der Phosphorkreislauf, da sind wir eklatant jenseits der Grenzen. So, also der Begriff der planetaren Grenzen ist kein subjektiver, ist natürlich einer, wie das in der Wissenschaft immer ist, der ständig neu vertieft untersucht werden muss, aber das ist ein feststehender Terminus, der auch sehr, sehr fundiert ist. So, jetzt möchte ich gerne diese drei Politikfelder, von denen ich gesprochen habe, die Klimapolitik, die Biodiversitätspolitik und die Nachhaltigkeitspolitik nacheinander durchgehen und möchte auch hier zeigen, dass es eigentlich nicht so sehr an Willensbekundungen mangelt. Beispielsweise die Klimarahmenkonvention. Ich glaube, Christoph, um die Zeit herum haben wir uns kennengelernt, 1992. Diese Klimarahmenkonvention, die dann 1994 in Kraft getreten ist und wo 1995 die erste Vertragsstaatenkonferenz in Berlin damals stattgefunden hat, die sieht in Artikel 2 vor, dass gefährliche, menschgemachte Eingriffe in das Klimasystem verhindert werden sollen. Also eine sehr, sehr weitgehende Formulierung. Und das zweite Prinzip, da kommen wir der Frage der Gerechtigkeit langsam näher, der wir uns ja auch beschäftigen wollen. Es gibt eine gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortung der Staaten. Das heißt Common but Differentiated Responsibility. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den auch die Entwicklungsländer immer und immer wieder betont haben, wenn man die vor allen Dingen die historisch aufkumulierten Emissionen nimmt über den Verlauf der Geschichte seit dem Beginn der Industrialisierung, dann sieht man eben, dass das eine Fünftel der Menschheit, was in den Industriestaaten lebt, für
aufkumuliert 4/5 der globalen klimaverändernden Emissionen verantwortlich ist. Das ändert sich jetzt, dazu komme ich gleich. Aber das war sozusagen die Grundfigur. Das heißt, vor 30 Jahren haben wir schon einen völkerrechtlichen Vertrag gehabt, der im Grunde genommen festgelegt hat, dass gefährliche Eingriffe ins Klimasystem zu verhindern sind und dass bei der Erreichung dieses Ziels globale Gerechtigkeit verfolgt werden muss und angewandt werden muss. So, dann überspringe ich jetzt hier das sogenannte Kyoto-Protokoll von 1997, was dann versucht hat, diese Prinzipien zu konkretisieren. Dieses Kyoto-Protokoll hat eigentlich eher so einen Top-Down-Ansatz gewählt, hat den Industrieländern spezifische Pflichten auferlegt, in den Entwicklungsländern nur allgemeine Pflichten, aber eben keine Emissionsminderungspflichten. Und dieser Vertrag scheiterte dann im Grunde genommen spätestens 2009 in Kopenhagen. Und dann kam der sogenannte Paris-Prozess in Gang, auf den ich kurz eingehen möchte und über den ich gleich auch mit Christoph diskutieren möchte. In diesem Pariser Abkommen, das sind ja alles Dinge, die Ihnen vertraut sind und die heute ständig und ständig wiederholt werden, wird festgelegt, dass es darum geht, den Temperaturanstieg gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf below 2 degrees Celsius zu reduzieren. Und zwar möglichst auf 1,5 Grad Celsius. Wobei man hinzufügen muss, dass wir schon 1,1 Grad Celsius Temperaturerwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau erreicht haben. Und das Zweite, der Charakter des Pariser Abkommens hat sich gegenüber dem Kyoto-Protokoll geändert. Während das Kyoto-Protokoll eher völkerrechtlich top-down argumentiert hat, geht es beim Pariser Klimavertrag eher in der Tendenz um einen Bottom-up-Vertrag, in dem es heißt, dass jedes Land sich erklären muss, welche Ziele es sich setzen will und welche Maßnahmen es ergreifen will, um dieses 2-Grad-Ziel, besser 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das ist ein komplett anderer Ansatz. Und dann wird quasi aufsummiert oder saldiert, müsste man sagen, um zu gucken, rechnet sich das, wenn man das zusammenzieht, wirklich so, dass wir auf den Zielerreichungspfad gelangen oder sind wir auf dem Zielverfehlungspfad? Das muss sich die Staatengemeinschaft immer wieder fragen. Und Sie wissen, wir sind auf dem eklatanten Zielverfehlungspfad, dazu komme ich gleich. Und ein ganz wichtiger Punkt, über den wir gleich auch noch diskutieren werden, ist die Festlegung, dass es zu einer klimagerechten Ausgestaltung von Finanzströmen kommen soll. Auch das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. So, das wollte ich an dieser Stelle sagen zum Vertragswesen im Bereich der internationalen Klimapolitik. Also die Verträge sind da, sie sind gut, aber wir werden gleich sehen, dass es doch eine erhebliche Zielverfehlung gibt. Ich will dieses Bild, was aus einer Veröffentlichung von mir aus dem Jahr 2019 stammt, nicht bis ins Letzte erläutern, sondern ich will nur als Überblick darauf verweisen, dass Klimapolitik natürlich verschiedene Elemente hat. Das Wichtigste ist natürlich die Vorsorge, also die Prävention, oder im Englischen spricht man dann auch von Mitigation und Absorption-Strategien, also Mitigation, damit ist gemeint, Vermeidung von Emissionen durch alles Mögliche, durch Technik, durch Lebensstilwandel, durch veränderte soziale Praxis, durch das, was wir heute so gemeinhin sozial-ökologische Transformation nennen. Aber zur präventiven Klimapolitik gehört eben auch der Schutz der Speicher und der Auf- und Ausbau von Senken. Also die Böden sind wichtig, die Wälder sind wichtig, die Moore sind wichtig. Und das Meer, der Ozean ist wichtig. Das sind sozusagen die beiden Strategien der Klimapolitik, die im Zentrum stehen müssen. Dann gehen wir auf die andere Seite, auf die reaktive Klimapolitik. Und da ist das Thema Adaption mittlerweile eines, was eine große Rolle spielt. Als ich anfing, mich mit der Klimapolitik zu beschäftigen, Christoph, du wirst dich erinnern, Mitte der 90er Jahre, da galt das in Kreisen der Ökologiebewegung noch als No-Go-Thema. Wenn man über Adaption, also über Anpassung an den Klimawandel redete, dann hatte man sich schon damit abgefunden, dass es ja Klimawandel gibt, den es doch zu verhindern gilt. Mittlerweile ist vor allen Dingen auch durch den Druck der Entwicklungsländer dieses Thema Anpassung an Klimaveränderungen ganz oben auf der internationalen Tagesordnung.
Und der tragende Gedanke ist der, und da ist der innere Zusammenhang auch zwischen Prävention und Adaption, dass es natürlich ein gewaltiger Unterschied ist, ob ich mich an eine Welt anpassen muss, die um 1,5 Grad Celsius wärmer ist gegenüber dem vorindustriellen Niveau, oder an eine Welt, die um 3 oder 4 oder gar 5 Grad wärmer ist bis zum Jahr 2100, oder wo der Klimawandel gar eskaliert. Das heißt, diese Tabuisierung des Adaptionsthemas, die trägt nicht mehr. Der Vollständigkeit halber gehört auf dieses Bild natürlich auch das, was man häufig Geoengineering nennt, also der Versuch, aktiv ins Klimageschehen einzugreifen. Das spielt in den internationalen Verhandlungen keine herausgehobene Rolle, wird aber diskutiert. Das darf man nicht vergessen. Und der geschätzte Paul Crutzen, von dem ich eben sprach, der ja die Theorie des Anthropozäns entworfen hat, hat selber als absolute Notmaßnahme, als Notfall sozusagen, Geoengineering-Optionen mit ins Spiel gebracht. So, das ist gewissermaßen das Portfolio, was im Bereich der Klimapolitik zur Verfügung steht. So, und jetzt haben wir, nachdem wir uns die Vertragssituation angeschaut haben und die grundsätzlichen Optionen, das Portfolio, machen wir kurz den Blick auf das, was tatsächlich passiert ist. Das ist Ihnen alles vertraut, deswegen kann ich das ganz kurz fassen. Die CO2-Emissionen steigen gewaltig. Und es ist natürlich jetzt, in Corona sieht es etwas anders aus, aber einstweilen noch kein echter Trendbruch erkennbar, der schon belastbar wäre. Zum Zweiten steigen die globalen CO2-Konzentrationen. Das ist das, was Sie hier auf der Abbildung rechts sehen, gemessen in Parts per Million. Und parallel dazu steigt die Temperatur gegenüber dem vorindustriellen Niveau um 1,1 Grad Celsius. Das heißt, sowohl die Emissionen als auch die Konzentrationen als auch die Temperaturen steigen. Das ist sozusagen das Fazit. Und da sehen Sie schon dieses gewaltige Gap zwischen dem grundsätzlichen Wissen um das Thema, den Verträgen, die zu dem Thema geschlossen worden sind, Global Governance, und der realen Entwicklung. Da ist ein wahnsinniges Gap. Und hier nochmal das Thema, was uns natürlich hier im Gerechtigkeitskontext besonders interessiert. Es sind, sieht man einmal von China ab, dazu gleich wenige Worte, natürlich immer noch die Industriestaaten, die in besonderer Weise verantwortlich sind für das Klimaproblem, bezogen auf die Pro-Kopf-Emissionen, sind Nordamerika, Europa, Japan, Australien und so weiter immer noch ganz weit vorne. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass in manchen aufstrebenden Ökonomien die Emissionen auch pro Kopf, nicht nur absolut, das ist ja bei der hohen Zahl der Menschen unmittelbar nachvollziehbar, aber auch pro Kopf enorm steigen. In den 90er Jahren lagen die CO2-Emissionen in China bei 2 Tonnen pro Kopf und Jahr. Heute liegen sie bei 7,5 Tonnen, also eine Verdreifachung. Da sieht man die gewaltige Dynamik. So, dann lasse ich damit das Klimathema hinter mir. Wir reden gleich noch drüber und konstatiere, es gibt ein großes Wissen seit langem. Es gibt gute internationale Verträge bezüglich der Zielstellung, aber es gibt in der Realität eine große Zielverfehlung. Jetzt komme ich zum zweiten Thema, was mindestens genauso wichtig ist und was mich als jemand, der ursprünglich eigentlich aus dem Naturschutz kommt, das darf ich so sagen, besonders berührt, das Thema Verlust an biologischer Vielfalt. Sie kriegen ja diesen Vortrag, deswegen muss ich nicht auf all diese Dinge im Einzelnen eingehen. Aber es gibt ganz offensichtliche Ursachen des Schwundes an biologischer Vielfalt. Es gab ja lange Zeit in den westlichen Gesellschaften so eine Attitüde, naja, Naturschutz ist so eine Art nice to have. Ja, wenn man sich das leisten will, dann kann man sich das leisten. Aber es ist doch kein hartes Thema, es ist irgendwie ein Wohlstandsthema, ein weiches Thema, das leistet man sich. Aber das ist natürlich eine krasse Fehleinschätzung, weil viele Funktionen unserer Existenz unmittelbar mit der biologischen Vielfalt zu tun haben. Und diese Diversität, diese Vielfalt ist bedroht durch verschiedene Dinge, vor allem durch den Lebensraumverlust, durch eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung, durch Übernutzung.
im Bereich der Ressourcen, aber auch durch Schadstoffe und durch den Klimawandel selbst. Da ist der innere Zusammenhang. Und auch hier ist es so, darauf möchte ich verweisen, dass das Vertragswerk auch von 1992, auch in Rio beschlossen, die sogenannte Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt oder die Konvention on Biological Diversity, ebenfalls, was die Zielstellung betrifft, ganz eindeutig ist. Ja, in Artikel 1 heißt es, dass die drei Ziele sind: der Schutz der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung ihrer verschiedenen Komponenten. Eigentlich könnte man das alttestamentarische Motto hier reproduzieren: ihr sollt die Erde bewahren und bebauen oder nachhaltig bebauen, müsste man sagen. Und der dritte Punkt, eben die faire und gerechte Nutzung der biologischen Vielfalt und der Vorzüge, die aus ihr gewonnen werden können, wenn man sie denn nutzt. Also Schutz, nachhaltige Nutzung und faire Teilung der Früchte der biologischen Vielfalt. Und das ist dann nochmal gerade dieser dritte Punkt vielfach spezifiziert worden, vor allen Dingen im Artikel 15, wo es geht um den Zugang zu genetischen Ressourcen. Und diese biologische Vielfalt ballt sich ja in ganz hohem Maße in Ländern der Südhemisphäre, vor allen Dingen um den Äquator herum. Und deshalb geht es hier ganz massiv auch um ein Nord-Süd-Thema. Und dieses Ausgreifen bestimmter Teile der Industrie, Biopatente zu erwerben, die man auch als Biopiraterie bezeichnen könnte, das ist in keiner Weise in Deckung mit dem Vertragswerk der Biodiversitätskonvention. Und der Artikel 8, der ist auch nochmal sehr relevant in diesem Kontext, da geht es also um das Wissen indigener Völker, um quasi historisch gewachsenes Wissen um die Natur. Und wenn diese Früchte genutzt werden sollen, dann können die nicht einfach von Pharmakonzernen patentiert und absorbiert werden, sondern sie müssen fair zwischen den verschiedenen Akteuren geteilt werden. Also diese Konvention bietet enorme Vielfalt und bietet enorme Möglichkeiten zum Schutz. Und gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie müsste man sie auch noch mal reflektieren. Dafür fehlt jetzt hier die Zeit. Aber dieses eigentliche Wissen, dass es nicht geht, immer tiefer in sensible Naturbereiche vorzudringen oder Tiere auf eine Art und Weise zu halten, die in besonderer Weise für Viren, Bakterien und so weiter anfällig macht, das ist ein Riesenthema. Da besteht ein klarer innerer Zusammenhang. Also man könnte sagen, eigentlich kann es ein gesundes Leben für die Menschen nur in einer gesunden Natur geben. Deswegen spricht man heute auch von One Health. Ein ganz wichtiger Gedanke. Auch hier möchte ich sagen, das Wissen ist alt, die Verträge sind nicht schlecht, die Realität ist aber diese hier. Auch da wiederum kann man dann in die Details gehen, wenn man den Vortrag vor Augen hat oder wenn man nachlesen möchte. Gerade letztes Jahr ist ein wunderbarer Bericht erschienen von einer internationalen Kommission zum Stand der biologischen Vielfalt. Oder jetzt letzte Woche ein interessanter Bericht von dem britischen Ökonomen Das Gupta, The Economics of Biodiversity. Ähnlich wie der Stern Report im Klimabereich 2006, wo versucht wird, das auch ökonomisch zu durchdringen. Ich finde etwas einseitig, aber trotzdem extrem nützlich. Jedenfalls kann man in toto festhalten, dass die Ziele der Konvention in keiner Weise erreicht werden, sondern im Gegenteil die Degradierung der Natur in atemberaubendem Tempo voranschreitet. Was bestimmt eigentlich den Stoffwechsel zwischen Gesellschaft und Natur? Das ist eine sehr grundsätzliche Diskussion, die wir jetzt hier nicht führen können, die ich aber anticken möchte. Es sind vor allen Dingen drei Faktoren, die eine Rolle spielen. Die werden häufig abgebildet in dieser sogenannten iPad-Formel, die auch von Meadows und anderen in den Grenzen des Wachstums verwendet worden sind. Der Stoffwechsel zwischen Gesellschaft, also uns Menschen, und Natur, der wird durch drei Faktoren bestimmt, nämlich durch unsere Anzahl, durch unsere Lebensstile und unsere soziale Praxis und durch die Technologie. Das sind die Faktoren, die man sich anschauen muss, wenn man über Nachhaltigkeit redet. Wir haben uns alle angewöhnt,
vor allem in den westlichen Gesellschaften, sehr, sehr stark diese Debatte auf Technologie zu fixieren, so nach dem Motto, Technology is the answer. Aber was war nochmal die Frage? Ja, die beiden anderen Themen spielen eine große Rolle. Und gerade wenn man über den Western Way of Life spricht, dann kann man sagen, das Thema Affluence unterliegt in bestimmten Kreisen noch immer einem großen Tabu. Und das Thema Bevölkerungswachstum ist natürlich auch ein sehr relevantes. Da muss man aber sehr genau reden, was die Ursachen sind, woran das liegt und wie man quasi die Anzahl der Menschen stabilisieren kann, sodass es auch leichter wird für alle Menschen, für alle Erdenbürgerinnen und Bürger, die dazukommen, adäquat zu leben innerhalb der planetaren Grenzen. So, und bei der Nachhaltigkeitspolitik, auch da fangen wir nicht bei Adam und Eva an, wenn wir heute darüber reden, sondern es ist auch seit 30 Jahren ein Bereich, der auf vielerlei Weise vertraglich geregelt ist. Hier zum einen die Agenda 21, die 1992 beschlossen wurde. Agenda 21 steht für das 21. Jahrhundert, wo im Prinzip alle Themen, man muss es so sagen, alle Themen, die heute diskutiert werden, bereits angelegt sind oder sogar schon spezifiziert sind, teilweise auch quantifiziert sind. Und das war doch gewaltig, muss ich sagen. Allerdings war es kein Hard Law, also anders als die Klimakonvention und die Biodiversitätskonvention war es nicht legally binding, sondern Soft Law, eine allgemeine Willensbekundung der Staatengemeinschaft. Auf der Strecke ist weitergearbeitet worden. Dann gab es 2000, wenige Jahre später, die sogenannten Millennium Development Goals, die bis 2015 die Erreichung von bestimmten Zielen sicherstellen sollte, die Sie hier sehen, die Themen betrifft wie Kindersterblichkeit, Armut, Zugang zu Nahrung, auch Gesundheit und vieles andere mehr. Und da war eben ein Punkt, einer von achten, war dann eben auch die Environmental Sustainability. Das war doch sehr reduktionistisch, würde ich sagen. Aber dann gab es eben im gleichen Jahr 2015, in dem auch das Pariser Abkommen verabschiedet worden ist, kurz vorher im August 2015 die Verabschiedung dieser sogenannten 17 Sustainable Development Goals, über die wir sicherlich gleich auch noch reden werden, wo viele der Ziele genannt werden, die umweltbezogen und gerechtigkeitsbezogen sind. Das Problem bei den Sustainable Development Goals, würde ich sagen, sie sind einerseits natürlich ein sehr positiver Bezugspunkt, mit dem man argumentieren kann, aber sie sind auch nicht durchgängig kohärent. Ja, sie sind teilweise, sind die Ziele wie ein Wunschkonzert nebeneinander gestellt und nicht wirklich systematisch aufeinander bezogen. Also die Idealisierung von Wirtschaftswachstum beispielsweise steht völlig verbindungslos neben ökologischen Zielen wie dem Klimaschutz, dem Biodiversitätsschutz, dem Meeresschutz, dem nachhaltigen Konsum und so weiter. Das heißt also hier bei diesem Nachhaltigkeitsthema würde ich anders als in den beiden ersten Themen, Klima und Biodiversität, sagen, das ist gewisserweise nützlich und teilweise auch von einem hohen Kenntnis- und Reflexionsstand geprägt, aber insgesamt nicht sonderlich kohärent. So, das wäre jetzt mein Parforce-Ritt durch die Themen. Meine halbe Stunde ist jetzt auch verbraucht. Und im Raum steht natürlich die Frage, durch dieses scharfe Abweichen zwischen soll und ist, hat das denn eigentlich alles nichts gebracht? Die Frage steht im Raum und das soll auch direkt die Brücke sein zu Christoph, mit dem ich jetzt darüber zunächst mal bilateral diskutiere. Ja, Christoph, vielleicht soll ich direkt mit dieser Metafrage anfangen an dich. Hat das alles nichts gebracht, bevor wir uns zu den einzelnen Fragen bewegen? Wie schätzt du das ein? Naja, zumindest hat es nichts ausreichend gebracht. Das ist vom Ergebnis her offensichtlich. Auch wenn wir uns den letzten großen Aufbruch mit Pariser Abkommen und den SDGs in 2015 anschauen, als die UN 2019 Bilanz gezogen hat, wo stehen wir denn mit der Entwicklung der SDGs, und wo ja das Pariser Abkommen sozusagen eins davon ist, die Ziele des Pariser Abkommens,
Und dann war das Ergebnis, wir bewegen uns bei einer ganzen Reihe dieser SDGs in die richtige Richtung, bei vielen nicht schnell genug, bei einigen viel zu langsam. Da gehört das Gesundheitsthema dazu. Das ist uns bei Corona dann kräftig auf die Füße international gefallen. Und bei dreien gehen wir in die falsche Richtung. Und das eine ist das Biodiversitätsthema, das andere ist das Klimathema und das dritte ist die Kluft zwischen Arm und Reich in den meisten Gesellschaften, die die Polarisierung in diesen Gesellschaften immer stärker vorantreibt und die Handlungsfähigkeit reduziert. Und von dem her sind wir in einer sehr kritischen Situation, ob wir eine Chance haben, in den nächsten Jahren hier eine wesentliche Kursänderung herbeizuführen. Ich würde aber nicht die Hypothese teilen, wir hatten hier gute Verträge, die du im Klimabereich zumindest ein Stück mit angesprochen hast. Wenn man sich anschaut, was in Rio 1992 verhandelt worden ist, wo die Rio-Rahmenkonvention dann auf den Weg gebracht wurde, dann wurde versucht, dass in dieser Konvention rechtlich verbindliche Reduktionsziele für alle Länder verankert werden sollten. Das war damals der Startpunkt für die Verhandlungen gewesen. Und wir haben zwischen 1989 und 92 und vor allem zwischen 91 und 92 gesehen, dass die fossile Lobby in den USA ganz besonders so massiv aufgedreht hat, angeführt von Exxon, also einem, was bei uns Esso ist, einem Ölunternehmen, Giganten dabei, die Republikaner, die damals progressiver als die Demokraten in der Klimapolitik waren, umgedreht haben. Und dass dann der Präsident Bush, der Bush Senior, in Rio aufgetreten ist mit dem bekannten Spruch, "Our American way is not negotiable." Und was die Konsequenz hatte, keine absoluten Ziele, alles nur unverbindlich, was in dieser Klimarahmenkonvention drinnen war. Damit kann man aber so eine Transformation, da geht es ja nicht wie bei Ozonloch um eine Technologie, ein Gas durch ein anderes zu ersetzen, sondern der fossile Kern des Systems umgeformt werden soll dazu. Das kann man auf dieser unverbindlichen Art mit Sicherheit nicht erreichen. Und dann kam das Kyoto-Protokoll, wo man gesagt hat, jetzt müssen wir aber zu was Verbindlichem kommen. Und dort gab es dann ein interessantes Bündnis, was sich lohnt zu analysieren, zwischen wohlwollenden Idealisten und der fossilen Lobby. Und gerade wieder angeführt von Exxon, die dazu geführt hat, dass die Entwicklungs- und Schwellenländer ausgenommen worden sind von verbindlichen Zielen in diesem Kontext. Die vielen NGOs, ich auch damals, die gesagt haben, ja, das ist doch fair. Wir als Industrieländer haben jetzt erstmal den Hauptemissionen produziert und dann können wir die doch im nächsten Schritt dazu holen. Aber jetzt sind wir erstmal dran dazu. Während Exxon eine ganz andere Strategie hatte, damals mit einer großen Allianz von Auto-, Öl- und Kohleunternehmen dahinter, die Global Climate Coalition, die gesagt haben, ja, das sollen nur die Industrieländer machen und gleichzeitig in den USA die Kampagne hochgefahren haben, wir dürfen das Kyoto-Protokoll nicht ratifizieren, wenn China und andere große Schwellenländer nicht dabei sind. Was dann in den USA dazu geführt hat, dass praktisch einstimmig, bis auf drei oder vier Leute, die Ratifizierung vom Kyoto-Protokoll nie stattgefunden hat dabei, obwohl sie es mitverhandelt haben und mit auf den Weg gebracht haben dabei. Das hat dazu geführt, dass beim Kyoto-Protokoll zwar die Industrieländer im Durchschnitt ihre Reduktionsziele erreicht haben und trotzdem die globalen Emissionen massiv weiter angestiegen sind. Der nächste Versuch war dann in Kopenhagen, wo uns die Finanzkrise in die Quere kam. Sonst glaube ich, dass man ein gutes Abkommen hätte erreichen können, ohne da jetzt auf die Details zu gehen. Aber dann kam das Pariser Abkommen, wo man jetzt eine ganz andere Architektur gewählt hat, die ihre Risiken, aber auch ihre Chancen hat. Wo man gesagt hat, top down, nehmen wir die Temperatur,
Ziele, die Klimaziele. Top-down nehmen wir einen Wissenschaftsansatz, dass diese Temperatur- und Klimaziele, das ist dann Artikel 4.1 im Pariser Abkommen, auf dem Stand der aktuellen Wissenschaft jeweils nachgebessert werden können. Deswegen redet die UN heute, weil es dann den 1,5-Grad-Bericht gegeben hat, nicht mehr, wie es im Pariser Abkommen steht, von einem Well-Below-2-Grad-Ziel, sondern dass jetzt das 1,5-Grad-Limit leitend ist dazu, weil es eben diesen Bericht gegeben hat, der gezeigt hat, wie wichtig es ist, den Unterschied zwischen Well-Below-2-Grad und 1,5-Grad zu machen. Zumindest der UN-Generalsekretär spricht konsequent von dem 1,5-Grad-Limit seitdem. Das ist rechtlich ein Stück umstritten, ja, dazu, das ist so ein Graubereich, aber der diese Dynamik in diese Richtung mit anzeigt. Und auf der anderen Seite, dass man gesagt hat, wir schaffen es nicht, wir haben keine starken Instrumente im Völkerrecht, wo wir Zwang auf die Staaten ausüben können, sondern wir brauchen Ownership von denen, ansonsten werden die ihre Ziele nicht erfüllen. Und dann war diese Anerkennung der eigenen, dass man eigene Ziele sich setzt, und dann die garstige Lücke zwischen dem Temperaturlimit und den eigenen Zielen, man eine ganze Reihe recht interessant konzipierter Mechanismen aufgebaut hat, wie regelmäßig der Druck darauf, diese Lücke zu schließen, größer wird. Eine ist jetzt gerade dieses, war eigentlich letztes Jahr und ist jetzt durch Corona auf dieses Jahr verschoben worden, dass alle Ziele, verbesserte 2050er-Ziele und verbesserte 2030er-Ziele, also die NDCs, nachgebessert einreichen sollen. Und wodurch jetzt mit der neuen Biden-Regierung hoffentlich viel Schwung reinkommt, dass wir erheblich besser dann dastehen, zumindest was die Zielankündigungen ansieht, ansteht, die jetzt kommen. Wir sind im Moment jetzt schon, wenn alle Ziele umgesetzt werden, die angekündigt worden sind, nicht mehr wie vor Paris auf einem ungefähr 5-Grad-Pfad oder wie nach Paris auf einem 3,5-Grad-Pfad, sondern auf einem 2,1-Grad-Pfad. Und wenn man das anschaut, was tatsächlich geleistet wird, auf einem 3-Grad-Pfad im Moment, was implementiert wird, ungefähr. Das heißt, wir haben Riesenfortschritte gemacht, aber auch noch Riesenfortschritte vor uns, die wir jetzt voranbringen müssen. Und mir geht es vor allem darum, wie man diese Dynamik, die seit 2 Jahren viel größer geworden ist, international jetzt ausnutzen können, um diese Lücke möglichst weitgehend zu schließen. Okay, also ich habe 2 Punkte. Also erstmal, ich habe ja davon gesprochen, ich habe ja auch nicht die Protokolle und so weiter, ob es jetzt das Kyoto-Protokoll war im Klimabereich oder das Cartagena-Protokoll im Biodiversity-Bereich oder genannt, sondern ich habe die Konventionen genannt. Und in den Konventionen ist, was die Zielstellung betrifft, sind ja sehr weitreichende Formulierungen. Dass dann hinterher im Prinzip in der Umsetzung darauf verzichtet wurde, konkrete Maßnahmen und Ziele zu vereinbaren, das ist das Problem. Aber ich denke dennoch, dass sich die These aufrechterhalten lässt, dass wir schon sehr lange sehr viel wissen und dass wir schon sehr lange, was die Zielformulierung betrifft, Verträge haben, die eigentlich adäquate Ziele formulieren, aber dass quasi das Gap zwischen sein sollen und realer Politik doch sehr, sehr groß ist. Und das führt mich jetzt zu der Frage, die ich gerne an dich stellen möchte. Ich habe das ja hier mal so ein bisschen aufgeschrieben, Global Governance. Es gab ja doch sehr lange einen großen Optimismus, was die Vorstellung betraf, globale Arrangements zu treffen. Und wenn man so will, oder da will ich dich fragen, ob du die These so teilen würdest, ist das Pariser Abkommen ja eine Kapitulation vor dem Anspruch einer Global Governance. Würdest du das teilen? Weil im Grunde genommen hat man radikalisiert die Ziele und bei den Maßnahmen sagt man, jeder soll darüber so selber bestimmen, nationally determined, was er zu tun gedenkt. Und dann gucken wir mal, ob sich das insgesamt zu einer Zielerreichung zusammenstellt oder ob es letztlich dann doch zu einer Zielverfehlung führt. Woher nimmst du deinen Optimismus, dass das so viel besser ist? Also ich, man muss doch, glaube ich, erst mal konstatieren, dass wir kein UN-System haben, was darauf gerichtet ist,
grundlegende Verteilungskonflikte oder Transformationsprozesse legitimerweise, da fehlt schon die Legitimation dafür, so wie die UN eingerichtet ist, und dann aber vor allem wirkungsvoll mit umzusetzen dabei. Das haben wir nicht. Und da wäre die Frage, wo man jetzt in Debatte, die zum Beispiel Habermas massiv dazu mit angestoßen hat, wie könnten wir dorthin kommen? Könnten wir, wenn es Kontinente gibt, die handlungsfähig sind und wo man eine Kammer hat, wo einerseits diese Kontinentalregime wie die EU in Äquivalente von anderen Kontinenten gemeinsam das beschließen und gleichzeitig eine Bürgerkammer hätte, wo jeder Mensch eine Stimme hätte, die dazu käme. Das ist ja so die Habermas'sche Vision. Da sind wir ganz weit von weg im Moment dazu. Und eine wirkliche wirkungsvolle, wo man Sanktionen durchsetzen könnte oder Institutionenlandschaft für Verteilungsfragen haben wir bisher überhaupt nicht auf UN-Ebene. Von dem her ist die Frage, wenn wir das nicht haben und auch nicht sehen, dass wir das in den nächsten Jahren erreichen können. Und wenn wir gleichzeitig in einer Situation sind, wo wir in dieser Dekade die wesentlichen Weichenstellungen und auch Riesenschritte, das heißt 50% Reduktion der globalen Treibhausgase erreichen müssen, um noch irgendeine Chance zu haben, vernünftig die Klimaziele erreichen zu können, dann müssen wir das nutzen, was als internationale Governance da ist. Und da ist der IPCC zum Beispiel fantastisch. Wie würden wir dastehen, wenn wir das nicht als wissenschaftlichen Resonanzboard hätten dazu? Da ist auch das Paris-Abkommen, hat ganz viel Dynamik gebracht, aber das ist nicht das, was es wirklich alleine umsetzen kann. Und deswegen müssen wir zusätzlich schauen, was können wir national, was können wir durch Zivilgesellschaft, was können wir durch Regeln des Finanzmarktes, was können wir schauen, wie wir jetzt Handelssysteme umbauen, versuchen, ergänzend dazu mit auf den Weg zu bringen. Ansonsten sehe ich keine Chance, wie man da die Ziele erreichen kann. Okay, dann halten wir fest, dass das Völkerrecht mindestens mal allein nicht dazu in der Lage ist, die notwendigen Zielerreichungen sicherzustellen. Dann gehen wir mal über zu den verschiedenen ergänzenden, komplementierenden Strategien, die du selber ja auch angesprochen hast. Du hast einige angesprochen. Vielleicht beginnen wir mal mit dem Thema Sustainable Finance. Ich hatte ja schon gezeigt, dass 2015 im Pariser Abkommen eben auch gesagt wurde, es gehe darum, die Finanzströme klimakompatibel zu machen. Ist natürlich schon mal eine hinreichend vage Formulierung. Aber wie schätzt du das ein, gerade auch als Mitglied im Beirat der Bundesregierung für nachhaltige oder für Sustainable Finance? Gut, also ich glaube, in den letzten 2 Jahren hat sich dort in der EU mehr getan als in den 30 Jahren davor. Und jetzt stehen wir davor, ob es wirkliche ernsthafte Entscheidungen in diesen Bereichen gibt, die eine Hebelwirkung für eine Transformation in der Realwirtschaft und in der Gesellschaft mit haben. Das ist ja nicht, dass der Finanzmarkt alleine was bewirken kann oder viel bewirken kann. Und die Hebelwirkung, die kann überhaupt nur wirken, wenn das, was Mark Carney, der frühere Präsident der Zentralbank in Großbritannien, als die Tragödie des kurzfristigen Horizontes bezeichnet hat, wenn das gebrochen wird. Bisher ist durch die gesamten Berichts- und Sorgfaltspflichten, die es im Finanzsektor gibt, kann ein Finanzsektor, wie gutwillig er auch sein würde, und da muss man nicht mal unterstellen, wo ich aber nicht unterstellen würde, dass er das automatisch ist. Aber selbst wenn er gutwillig sein würde, hat er nicht die Instrumente, um zu sagen, zwischen dem Ölunternehmen, was transformativ sich jetzt verändern will und sagen will, ich will mich an klaren Meilensteinen orientiert in den nächsten 30 Jahren auf Treibhausgasneutralität oder den nächsten 20 Jahren auf Treibhausgasneutralität umstellen, und einem Unternehmen, dass das nicht macht und oder vielleicht ankündigt, aber nicht die entsprechenden Investitionen tätigt, weil die Finanzvorschriften allenfalls für 2 Jahre dafür sind und hergeben, dass man 2 Jahre vergleichbaren Unternehmen vergleichen kann. Das heißt, wie hier die
die Berichtspflichten und die Sorgfaltspflichten der verschiedenen Akteure in den Unternehmen, in den großen Accounting-Unternehmen und bei den institutionellen Investoren jetzt weiterentwickelt werden können, damit das ein scharfes Instrument werden kann, ist eine der grundlegenden Fragen. Eine andere ist, wie man zum Beispiel eine Bank, die sich hochtrabend Transformationsbank nennt, die KfW bei uns in Deutschland, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die ja sowohl für die Transformation innerhalb von Deutschland, das meiste der Zuschüsse wird darüber abgewickelt, als wie auch für die international, für die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern eine Schlüsselrolle hat, deren Instrumentarium ist im Moment noch nicht fit für die Transformation, wenn ich es mal so ausdrücke. Das ist nicht ganz katastrophal, aber das ist zum Beispiel eher an einem 2-Grad- als an einem 1,5-Grad-Limit ausgerichtet. Das ist, und da zeigt sich diese Nichtkohärenz der SDG-Ziele, die du vorhin angesprochen hast, da ist dann für Investitionen ein sogenanntes SDG-Mapping, was zugrunde gelegt wird. Und dann reicht es, wenn man eins der Ziele voll erfüllt und zeigen kann. Da ist aber nicht die Do-No-Harm-Regel, ich darf aber die anderen SDGs nicht beschädigen und das Klimaziel nicht beschädigen dabei. Und so kann man natürlich dann alle möglichen Investitionen rechtfertigen, die hochproblematisch sind im Klimakontext dabei oder im Biodiversitätskontext, um anderes große Herausforderungen, die du benannt hast, dabei mit im Blick zu haben. Und solche Weichenstellungen, die müssen jetzt erfolgen, sonst haben wir nicht die Instrumente, um das voranzubringen. Beim Thema Sustainable Finance, da schwingt ja auch immer so eine Grundsatzdiskussion mit, es gehe quasi nur darum, praktisch die enorme Produktivität des kapitalistischen Systems jetzt auf andere Ziele zu richten, nämlich auf Nachhaltigkeit. Und das kulminiert dann häufig in diesem Terminus Green Growth, Green Markets und so weiter. Und es ist ja gerade mal ein Jahr her, du erinnerst dich vielleicht, als Larry Fink von BlackRock kurz vor dem Davos-Gipfel diesen berühmten Brief geschrieben hat an die CEOs, wo er gesagt hat, wer in Zukunft nicht mehr das Thema Nachhaltigkeit oder ESG-Kriterien, wie es jetzt neuerdings heißt, berücksichtigt, der muss damit rechnen, dass er vom Markt gefegt wird und kein Risikokapital mehr erhält. Und viele, mit denen man diskutiert, glauben dann, wenn nur die Finanzmärkte ihren Grundfokus anders ausrichten, dann werde sozusagen das schon von selbst seinen Lauf nehmen. Was sagst du denen? Was erwiderst du denen? Ja, also so sehr ich mich freue, wenn sie nicht in die vollkommen falsche Richtung investieren und damit uns nur noch für die Alternative stellen, entweder Riesenmengen von Stranded Assets zu erzeugen und damit die nächste Finanzkrise auszulösen oder dass wir eine Fahrtabhängigkeit in eine vollkommen falsche Richtung gelegt haben. Wenn das verhindert werden kann, ist schon mal ein Riesenschritt getan. Aber wer darauf auf die Lösung hofft, dass das die Lösung für unsere Probleme mitbringt, würde ich gleichzeitig als sehr naiv ansehen. Wir brauchen, und du hast ja vorhin nochmal diese iPad-Studie oder die iPad-Formel aufgelegt gehabt dazu. Wenn wir nicht überlegen und gestalten, wie unsere Lebensform, unser Lebensstil, unsere Lebensweise, das heißt, wo der ganze Städtebau, wo die ganze Form, wie wir uns neu organisieren im Arbeitsbereich und im Freizeitbereich, uns mit das konzeptionell mit vorlegen. Wenn wir nicht die Frage, was müssen wir ordnungsrechtlich mit regeln, wir können über den Finanzmarkt vieles, die Investition in Neues regeln, aber nicht den Ausstieg aus Altem, wo vieles viel zu lange bestehen bleibt, wenn wir nicht hierzu mit rausgehen in diese Richtung. Und die Kapitalisierung von allen Bereichen stellt ein zusätzliches Problem dar. Wenn ich das mit Habermas ausdrücke, wir müssen auch wichtige Bereiche der Gesellschaft von der Kolonialisierung von dem Finanzmarkt von frei halten.
Wenn ich da nur mal, also drei so Aspekte, wo ich zumindest sagen würde, wir müssen die Diskussion viel komplexer führen, als wie zu denken, alleine das Umsteuern der Finanzströme hilft uns, aber ohne das Umsteuern der Finanzströme werden wir das Problem nicht lösen können. Okay, dann lassen wir den Bereich mal hinter uns und dann frage ich dich jetzt mal als NGOler, dieses ganze Thema Post-Growth, De-Growth, Suffizienz und so weiter, welche Rolle spielt das eigentlich im Denken der Ökologiebewegung heute? Die Ökologiebewegung ist ja an ihren Wurzeln in den 70er Jahren wachstumskritisch, konsumkritisch, industrialismuskritisch gewesen. Mittlerweile argumentieren ja sehr, sehr viele mit diesen Figuren, grüne Märkte, grüne Technologien, grünes Wachstum. Also wie verhält sich dieser grüne Wachstumsdiskurs zum Degrowth-Diskurs? Spielt das eigentlich eine relevante Rolle in der Ökologiebewegung heute, so wie du sie wahrnimmst, oder in der Nord-Süd-Bewegung? Oder ist das eher so ein Randthema? Ja, das sind zwei sehr unterschiedliche Szenen, die Nord-Süd-Bewegung und die Umweltszene dazu. Also erstmal in der Umweltszene habe ich das Gefühl und auch in der deutschen, europäischen Nord-Süd-Szene dabei, dass das Thema Wachstumskritik, nachdem es vielleicht 20 Jahre ungefähr ein Dornröschenstaff gemacht hat, in den letzten Jahren wieder stark in den Vordergrund mitgetreten ist. Und das tritt in verschiedenen Facetten auf. Aber die Vorstellung, dass wir zwar wahrscheinlich, wenn wir die Transformation jetzt vorantreiben und wo ja jedes Gebäude isoliert oder mit neuen Heizungen und neuen Stromversorgungen versehen werden muss, wo die gesamte Industrie umgebaut werden muss, das gesamte Verkehrssystem, das wird wohl unausweichlich einen Wachstumsschub mit sich bringen, wenn man diese Herausforderung voranbringen will, aber dass das erstens ein extrem zielgesteuerter Wachstumsschub ist und dass das dann der letzte Wachstumsschub ist und dass das die Phase ist, wo wir lernen müssen, zumindest Wachstum ganz neu zu definieren, dass Wachstum nicht mehr sein kann, was die Lebensgrundlagen zerstört, sondern dass das dann automatisch Minuswachstum ist dabei. Dass wir also hier eine grundlegende Neudefinition angehen müssen, finde ich hochspannend. Ich finde es sehr, sehr spannend auch, dass das lange Zeit ja so, sagen wir, ein akademisches Thema und ein NGO-Thema gewesen ist und dass dieses Thema jetzt von zentralen Akteuren im Finanzmarkt, von der ganzen Menge von Unternehmen, die ernsthaft beginnen zu diskutieren und sagen, die Zerstörung der Lebensgrundlagen zerstört auch die Basis für einen stabilen Finanzmarkt, die zerstört auch die Basis für unsere Geschäftsmodelle und Ideen dazu. Und deswegen können wir uns diese, sagen wir mal, autistische Form, Wachstum zu definieren und damit das, was in der sozialen Welt und in der ökologischen Welt damit passiert, ausklammert, als Umwelt externalisiert, nicht mehr leisten. Und ich glaube, dass sich vieles im Moment in die Richtung hin bewegt, die Nachhaltigkeitsbegriff, der oft auf so drei Säulen aufgebaut worden ist, in die Konzeption der doppelten Einbettung. Das heißt, dass eben die Wirtschaft eingebettet ist in eine Gesellschaft, wo es harte Grenzen gibt, wie zum Beispiel die Menschenrechte in dieser Gesellschaft, und dass die Gesellschaft wiederum in das ökologische Mitwelt eingebettet ist, wo es auch harte Grenzen gibt, die du eben als Planetary Boundaries diskutiert hast. Und dass wir das alles, was die Grenzen in der Gesellschaft oder die Grenzen in der ökologischen Mitwelt zerstört, nicht als positives Wachstum mitgewertet werden kann, sondern Minuswachstum ist in dieser Form. Und dass wir in so einen Kompass mit hinkommen müssen dabei. Auch in so einer Welt kann es dann noch Wachstum geben, aber das wäre eben ganz anders definiert. Das würde immer einhergehen mit einer Stabilisierung der Lebensgrundlagen und mit einer Unterstützung der Menschenrechte, und zwar des gesamten Pakets der Menschenrechte, nicht nur der Freiheitsrechte, sondern auch der sozialen Menschenrechte.
Christoph, bevor wir das Publikum mit reinnehmen und die Gäste, würde ich dir noch gerne eine Frage stellen, aber zu zwei Themen. Wir reden ja so im Moment ein bisschen um die Frage, was kann man komplementär sozusagen zur formalen Politik ergänzend aus der Bürgergesellschaft heraus für Schritte gehen, die dem Ganzen dienen. Und da sind mir zwei Sachen in den Sinn gekommen, wo du jeweils auch eine aktive Rolle spielst. Einmal das Thema Klimaklagen. Als German Watch beteiligt ihr euch ja an verschiedenen Klimaklagen. Hältst du diese Verrechtlichung der Konflikte um den Klimawandel, hältst du die für eine vielversprechende Strategie, vor allen Dingen, wenn man es so fundamental angeht wie German Watch, wo man sich praktisch einen peruanischen Bauern als Partner genommen hat oder den unterstützt bei seiner Klage gegen RWE, weil der über seinem Dorf liegende Staudamm durch Gletscherschmelze überzulaufen droht und das Dorf hinwegzufegen droht. Ist das eine vielversprechende Strategie oder was verspricht sich German Watch davon? Das wäre so die eine Frage als Komplementärstrategie. Und die zweite Frage ist eine andere, aber verwandt damit. Du bist ja demnächst auch mit dabei, wenn ich es richtig verstanden habe, in diesem bundesweiten Klimabürgerrat. Das ist ja auch eine komplett demokratisch oder aus einer demokratietheoretischen Perspektive sehr interessante Komplementärstruktur, die nicht sagt, vergesst das Völkerrecht, vergesst die Bundesregierung, wir machen das jetzt, sondern wie verhält sich das eigentlich in eurer Vorstellung, diese ergänzenden partizipativen Strukturen wie der Bürgerrat und die formalen Strukturen wie Regierung, Ministerien, Parlament etc. pp. Ich gebe zu, das sind zwei Großfragen, aber vielleicht schaffst du es ja, die in 5 Minuten zu beantworten. Dann hätten wir noch Zeit für eine gemeinsame Diskussion mit allen, eine halbe Stunde. Ja, gerne. Ich würde die beide unter dem Stichwort Demokratie weiterentwickeln, ein Stück zusammenfassen dabei. Das eine, der Klimabürgerrat, der wird jetzt versuchen, in den nächsten Monaten für einige Klimathemenfelder mit ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern Empfehlungen, Forderungen vorzustellen, die möglicherweise noch für den Koalitionsvertrag mit relevant werden könnten. Das ist so der zeitliche Horizont dabei. Und das Spannende ist im Moment, das aufzubauen, wenn man die Demokratie als eine Form der Regierung und der Governance sich vorstellt, die auf zwei Legitimationsquellen beruht. Auf der einen Seite eine möglichst breite Repräsentation der Bürgerinnen und Bürger. Und zwar so, dass im Prinzip alle, die von Problemen betroffen sind, auch als Teil ihrer Freiheit über diese die Problemlösungen, die politisch getroffen werden, dazu mitentscheiden können. Und wo wir die parlamentarische Demokratie haben, wo das sozusagen indirekt, indem man das delegiert an denen, die man einigermaßen vertraut, wo das dann für einen übernommen wird dazu. Das ist die Form der Partizipation. Und die andere ist die, dass man ein deliberatives Verständnis von Demokratie hat, dass eben es nicht darum geht, in der Demokratie das Bauchgefühl von Menschen in der Meinungsumfrage abzufragen, sondern dass es vorher in der Öffentlichkeit möglichst alle relevanten Argumente auf den Tisch kommen sollen und man sich ein informiertes Urteil machen kann, was hoffentlich danach eine wesentlich bessere und informiertere Entscheidung dazu führt, als wie das erste Bauchgefühl. Und wo eben mit dem Bürgerrat wird versucht, ergänzend zu der parlamentarischen Demokratie solche repräsentativ ausgewählten Bürger und Bürgerinnen, wo eben viele der Fehlstellungen, die man hat, dass in der repräsentativen Demokratie bestimmte Wählergruppen nicht zur Wahl gehen, dass hier doch eine ziemliche
dass die Repräsentation ihre Schwachpunkte hat, wenn man so will, dass man das versucht, ein Stück zu ergänzen, dass das hier durch die repräsentativ gesteuerte Auslosung ein ergänzendes Konzept ist, und zum Zweiten, dass dann, bevor die ihre Entscheidungen treffen, ein deliberativer Prozess dazu mit stattfindet, wo die Hoffnung ist, dass dadurch, indem die besten Argumente von allen Seiten auf den Tisch kommen, dann ein besseres Ergebnis dazu mit rauskommt. Und solche Vorschläge in den Prozess mit reinzubringen, im Moment mal erste größere Testanläufe mitzumachen. Das ist der Versuch. Der andere über den Klageweg, den du angesprochen hast, der geht von dem gleichen Grundvorstellung aus, dass alle, die von Entscheidungen betroffen sind, die in dem Fall in Deutschland getätigt werden, auch ein Stimmrecht im Prinzip haben sollten und mitentscheiden können sollten dazu. Und in der Globalisierung hat sich das eben, wer davon betroffen ist, massiv mit ausgeweitet. Es ist nicht mehr nur die Deutschen und die Menschen, die in Deutschland leben, die von Entscheidungen der deutschen Regierung und deutschen Unternehmen betroffen sind, sondern es sind 0,5% der Emissionen global von RWE alleine seit Beginn der Industrialisierung in die Welt gesetzt worden. Und das heißt, was hier der mit einfordert, ist, dass die jetzt 0,5% an den Schutzmaßnahmen mitfinanzieren dabei. Das ist ein Präzedenzfall, wo ja hochspannenderweise das Oberlandesgericht in Hamm gesagt hat, juristisch habt ihr recht, juristisch kaufen wir die Argumentation, wie ihr sie mitgenommen habt. Wir müssen jetzt nur noch den wissenschaftlichen Beweis, dass es stimmt, dass RWE 0,5% der globalen Emissionen freigesetzt hat in seiner Geschichte. Da ist der größte Problematik, weil sich die Rechtsform von RWE ein paar Mal geändert hat. Und zweitens, dass diese 0,5% an der Risikosituation vor Ort was verändern. Da hat jetzt netterweise ein Wissenschaftskonsortium von Oxford gerade vor wenigen Tagen eine bahnbrechende Studie zu veröffentlicht, die zeigt, dass dies der Fall ist. Und drittens muss der Nachweis geführt werden, dass das Haus von dem Saul tatsächlich betroffen wäre, wenn es zu so einem Gletscherausbruch kommt dazu. Also diese wissenschaftlichen Fragen brauchen wir im Moment noch. Das ist durch Corona jetzt alles verzögert. Aber wir hoffen, dass es so einen Präzedenzfall gibt und dass man daran die Frage, wie man damit umgeht, dass in der Demokratie heute maßgebliche Wirkungen von uns, in dem Fall von Deutschland, mit ausgehen und andere Menschen davon betroffen sind und die überhaupt nicht an den Entscheidungen und noch nicht mal, wenn sie dann negativ betroffen sind, irgendwie geschützt oder ausgeglichen werden dazu, dass wir dazu eine Debatte als Erweiterung unserer Demokratie mit anstoßen können. Ja, danke schön, Christoph. Ich würde dann Benjamin bitten, den Staffelstab zu übernehmen und in die größere Runde einzusteigen.